Das Team von Freiburgstrainer Thomas Stamm als Tabellensechster natürlich in der Favoritenrolle gegen den Aufsteiger aus Essen. Die Gastgeber ganz in Rot, allerdings erstmal mit wenig Spielfluss. Die Anfangsphase insgesamt ohne große Höhepunkte. Die erste Möglichkeit der Partie dann für RWE, der Kopfball von Engelmann. Kein Problem für Freiburgs Keeper Atubolo. Die Mannschaft von RWE-Coach Christoph Dabrowski kurz danach gleich mit der nächsten Offensivaktion. Das ist Bastians. Und da muss sich Atubolo mal so richtig strecken. Essen insgesamt mit einer engagierten Vorstellung und den besseren Möglichkeiten. Bastians, der linke Außenverteidiger, zweimal hat er in dieser Saison schon getroffen. Knappe halbe Stunde vorbei, Freistoß für den Tabellen 17. Das ist eine Entfernung für Kefkir. Und wieder Atubolo aufmerksam. Özcan Kefkir mit einer echten Prüfung für den deutschen U21-Nationaltorhüter. Ja, Freiburg in dieser Phase regelrecht abgetaucht, viel zu passiv, anders dagegen die Essener. Mit viel Dynamik im Spiel nach vorne. Kefkir setzt sich durch, Engelmann, und diesmal kommt Atubolo nicht mehr dran. Führungstreffer für RWE durch Simon Engelmann. Sein viertes Saisontor allerdings. Mit ordentlich Glück sein Schuss unhaltbar abgefälscht von Sandrino Braun-Schumacher. Insgesamt nach dem Spielverlauf aber allemal verdient für RWE. Freiburg tat sich weiter schwer. Selten mit so viel Tempo im Mittelfeld. Und das war mal Sicke. Aber diese Szene symptomatisch für die Ungefährlichkeit der Offensive des Sportclubs. Und das war's dann aus der ersten Hälfte. RWE führt mit 1:0 im Dreisamstadion. Nach dem Wechsel gleich wieder RWE mit viel Selbstvertrauen. Die Gäste ja noch ohne Auswärtssieg in dieser Saison. Wieder Kefkir. Und Atubolu kann sich weiter nicht beklagen über mangelnde Beschäftigung. Gefährlich der Freiburger. Keeper guckt da genau in die tiefstehende Sonne. Und die Essener weiter spielstark. Wiegel wird nicht ernsthaft attackiert. Die Freiburger Defensive völlig planlos. Engelmann holt ihn sich noch. Und Berlinski steht richtig. Ron Berlinski mit dem 0:2. Sein zweiter Saisontreffer. Der RWE-Anhang natürlich begeistert. Allerdings die Performance der Hintermannschaft des SC desolat. Von ordentlicher Abstimmung, aber auch gar nichts zu sehen. Engelmann mit Übersicht und Berlinski zum 0:2. Thomas Stamm natürlich bedient. Das war nicht viel, was sein Team da zeigte. Für die Essener Fans dagegen hatte sich die lange Anreise schon gelohnt. Und der Freiburger Trainer reagierte. Dreifachwechsel: Farnal, Wickliff und Hotti kam für Röhltreu und Braun-Schumacher. Aber das brauchte auch erstmal nicht allzu viel. Freiburg zwar bemüht, mehr Initiative zu zeigen. Hottis Hereingabe findet den Kopf von Vermey. Aber von einem Treffer der SC Freiburg weit, weit entfernt. Die Schlussphase der Partie, nochmal der Aufsteiger mit einem Konter. Der eingewechselte Young versucht es einfach mal auf dem direkten Weg. Atubolo, und dann steht Enerli richtig. 0:3, Lawrence Enerli macht hier alles klar für RWE. Der 20-jährige Mittelfeldspieler, auch kurz zuvor erst ins Spiel gekommen, profitiert von der starken Vorarbeit von Young. Atubolo bekommt den Ball nicht zu fassen. Das 0:3 nach 82 Minuten, damit war die ganze Sache hier natürlich durch. Auch wenn die letzte Aktion der Partie nochmal den Freiburgern gehörte, Sicke tatsächlich mit der besten Möglichkeit des gesamten Spiels für die Breisgauer. Am bitteren 0:3 änderte das allerdings nichts mehr. Das war es in Freiburg, der erste Auswärtssieg der Saison für RWE. Perfekt, die Vorstellung des SC Freiburg im eigenen Stadion dagegen äußerst schwach.